Kollege Juratovic von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD gibt sich alle Mühe, ihrem Ruf als monothematische Anti-Ausländerpartei gerecht zu werden. Mit ihrem Gesetzentwurf gegen die Doppelstaatlichkeit wärmt sie ein Thema wieder auf, an dem sich CDU und CSU schon abgearbeitet haben. Mit der Union hatten wir vor 3 Jahren nach 10 Ringen die Aussetzung der Optionspflicht durchgesetzt und gegen ihren Willen beibehalten. Jetzt will die AfD diesen Kompromiss kippen. Und warum? Weil sie gegen Ausländer immer gut Stimmung machen lässt. Das Thema Staatsbürgerschaft hat schon mal Wahlen entschieden. Wir erinnern uns an die unerträgliche Unterschriftsammlung bei den Wahlen in Hessen, bei der die Menschen gefragt haben, wo kann ich gegen die Ausländer unterschreiben. Die AfD möchte diese unzählige Tradition fortsetzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jawohl, jawohl, ich gehöre zu der sogenannten Gastarbeitergeneration. Eine Generation, die dieses Land seit 6 Jahrzehnten Schulter an Schulter mit den deutschen Kolleginnen und Kollegen aufgebaut hat, und zwar unter schwierigsten Bedingungen. Wie viel Loyalität brauchen Sie noch? Heute muss ich erleben, dass selbsternannte Vaterlandsvertreter von der AfD, von denen nicht bekannt ist, dass sie diesem Land bislang einen großen Dienst erwiesen hätten, dass diese Leute das Gastarbeitern, die Genugtuung verweigern, wollen dazuzugehören. Noch nicht einmal deren Kindern sollen die deutsche Staatsbürgerschaft haben dürfen, ohne ihre Herkunft verleugnen zu müssen. Im Gesetzentwurf der AfD heißt es sogar, wenn Integration gelingen soll, muss der Fremdstaatler, was für ein Wort, das in Deutschland leben will, wirklich hier ankommen und sich auf das Land einlassen wollen. Da möchte ich an dieser Stelle mal ganz klarstellen, Integration hat nichts mit der Zahl der Pässe zu tun, die jemand hat. Integration ist Identifikation, Identifikation mit diesem Land, dieser Gesellschaft, in der man lebt. Unsere Gesellschaft, deren Grundgesetz im 1. Artikel auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde hinweist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unsere Gesellschaft ist eine gespaltene Gesellschaft. Nicht nur in der Frage Deutsche oder Ausländer, sondern vielmehr insgesamt in der Frage der gelebten Werte und Haltung der Menschen. Das spiegelt sich auch hier im Parlament wider. Das hat aber nicht mit der doppelten Staatsbürgerschaft zu tun, sondern mit der Stimmungsmache der AfD und ihren Gesetzentwürfen. Es ist nämlich ganz anders, als sie in ihrem Gesetzentwurf schreiben. Da heißt es, die jetzige Aussetzung der Optionspflicht führe, und ich zitiere, automatisch zu einer massenhaften, ja, regelhaften Doppelstaatlichkeit, die es zu vermeiden gilt. Großer Gott, immer diese Massen, von denen die AfD spricht. Da wird ja einem ja ganz bange. Bleiben wir doch zur Abwechslung mal bei konkreten Zahlen. Laut Statistischem Bundesamt verfügen in Deutschland knapp 2 Millionen Menschen über 2 Pässe. Das sind nicht einmal 2,5% der deutschen Bevölkerung. Ich meine, das ist selbst für Kritiker verkraftbar. Davon, und das ist interessant, sind 870.000 gebürtige Deutschen. Das heißt, zum einen ist die Zahl derer, die 2 Pässe haben, durchaus überschaubar, und zum anderen profitieren auch gebürtige Deutschen von dieser Möglichkeit. Was soll also dieser Gesetzentwurf außer spalten? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen Menschen mit Migrationsgeschichte und deutsches Selbstverständnis gleichberechtigt behandeln und endlich damit aufhören, ständig an ihrer Loyalität zu zweifeln, wie es die AfD offen macht. Das erschwert die Integrationsbemühungen auf beiden Seiten. Vielmehr, sie spielen die Menschen den Erdogans und Putins dieser Welt in die Hände. Wir Sozialdemokraten wissen um den Reichtum unserer Gesellschaft. Deutschland ist dank seiner Vielfalt zu einem Land geworden, das weltweit bewunderswert ist. Ein Land, auf das ich stolz bin. Und das wollen wir aufgrund unserer gemeinsamen Werte und Tugenden aufrechterhalten. Und wir werden uns da nicht von irgendwelchen völkischen Gespinsten der AfD kaputt machen lassen. Zum Schluss, es ist widerlich, wie wir uns durch AfD-Anträge an menschlichen Herkunft und Schicksale hier abarbeiten, statt bessere Lebensbedingungen für die Menschen zu schaffen, und zwar gleichermaßen für Deutschen wie für die Ausländer. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Damit schließe ich die Aussprache.